Sehr geehrte Kunden, in diesem Produktvideo möchten wir Ihnen gerne unser Modell Jogster X vorstellen. Der Jogster X ist mit einer ergonomischen Handballenauflage ausgestattet, welche ein sehr komfortables Fahrgefühl ermöglicht. Die Schiebestangenhöhe lässt sich von ca. 65 cm bis 1,15 m verstellen, indem Sie die seitlichen Schnellverschlüsse öffnen. Die Handbremse fungiert als Lauf- und Feststellbremse. Integriert in die Laufbremse finden Sie unten eine Klingel. Im großen Sonnenverdeck befindet sich ein integriertes Moskitonetz, welches sich am Rahmen befestigen lässt. Die insgesamt zwei Seitentaschen bieten viel Stauraum. Das oben angebrachte Sichtfenster lässt sich im geöffneten und im geschlossenen Zustand befestigen. Für tiefstehende Sonne können Sie den im Verdeck integrierten zusätzlichen Sonnenblendschutz herausklappen. Nach dem Öffnen der seitlichen Druckknöpfe lässt sich der hintere Verdeckbereich nach oben aufrollen und befestigen. Im geöffneten Zustand dient dies der besseren Luftzirkulation. Im geschlossenen Zustand lässt sich der hintere Stofflappen mit zwei Druckknöpfen an der Rückenlehne befestigen. Die jeweils zwei seitlich unterschiedlich angebrachten Reißverschlüsse ermöglichen insgesamt vier verschiedene Liegepositionen. Die Position 1 erhalten Sie, wenn alle Reißverschlüsse geöffnet sind. Die Position 2 erhalten Sie, wenn nur der untere Reißverschluss geschlossen wird. Die Position 3 erhalten Sie, wenn nur der obere Reißverschluss geschlossen wird. Und die Position 4 erhalten Sie, wenn Sie alle Reißverschlüsse schließen. Aus sicherheitsrelevanten Gründen verwenden wir bei all unseren Produkten hochreflektierende Einfassbänder, durch die der Kinderwagen bei Dämmerung und Dunkelheit gut sichtbar ist. Der Bauchbügel lässt sich in verschiedenen Positionen justieren und vom Rahmen abnehmen. Durch drei integrierte Sitzplatten sowie einer hochwertigen, komfortablen Polsterung wird die bestmögliche ergonomische Unterstützung für Ihr Kind gewährleistet. Das im Sitzbezug eingearbeitete Ergomaterial bietet eine optimale Luft- und Temperaturzirkulation für Ihr Kind. Das patentierte TFK 5-Punkt-Gurtsystem ist komplett entnehmbar und erleichtert Ihnen das Anschnallen Ihres Kindes sowie die Befestigung des Fußsacks. Die Fußraste lässt sich nach Größe des Kindes in drei Positionen einstellen. Zusätzlich lässt sie sich in der horizontalen feststellen. Die Fußraste lässt sich durch einen entsprechenden Klettverschluss am Rahmen fixieren. Nach dem Aushängen des Bodenzughakens lässt sich das Hinterrad durch Druck auf die Radnabe kinderleicht entnehmen und auch wieder einsetzen.
Der Joxer X ist mit luftbereiften Rädern ausgestattet, sowie einer zweiteilig verschraubten Kunststofffelge. Der sehr große Einkaufskorb bietet Ihnen genügend Raum für Ihren täglichen Einkauf. Zuzüglich zu den komfortablen Dämpfungseigenschaften des Sitzeinhangs verfügt der Joxer über ein Federungssystem an der Hinterachse. Der Joxer X mit Einzeldrehrad sowie die City-Version mit Doppeldrehrad eignen sich nicht zum Einsatz sportlicher Aktivitäten wie Joggen oder Inlineskaten. Sie sind jedoch bestens für den Outdoor-Bereich geeignet, um Ihr Kind sicher und komfortabel über Stock und Stein zu transportieren. Die drehbaren Vorderräder lassen sich auch feststellen und entnehmen. Für den Joxer X stehen drei verschiedene Vorderradvarianten zur Verfügung. Für den sportlichen Gebrauch, ähnlich wie beim Joxer 3, benötigen Sie das feststehende Vorderrad. Zum schnellen Austausch der Vorderradvarianten öffnen wir die zwei Schnellverschlüsse an der Unterseite des Vorderradrahmens. Sie können nun das gesamte Vorderrad entnehmen und durch die gewünschte Vorderradadaption austauschen. Nach dem Einsetzen des Vorderrades müssen Sie die Schnellverschlüsse wieder entsprechend schließen. Um den Wagen zusammenzuklappen, legen wir als erstes das Verdeck zurück, den Bauchbügel nach unten und klappen die Fußraste an. Nun öffnen wir die seitlichen Schnellverschlüsse an der Schiebestangenverstellung, um so die entsprechenden Klapphebel zu entsichern. Ziehen Sie nun gleichzeitig an den beidseitig angebrachten Klapphebeln und klappen den Wagen in einer Bewegung nach vorne zusammen. Zur Platzeinsparung lassen sich mit wenigen Handgriffen die Hinterräder sowie die jeweiligen Vorderadaptionen entnehmen. Seitlich angebracht finden Sie die entsprechende Transportsicherung, um ein ungewolltes Aufklappen zu vermeiden. Um den Joxer X aufzuklappen, stellen Sie sich seitlich neben den Wagen und ziehen die Schiebestange mit Schwung in einem Zug nach oben, so dass die Klappgelenke hörbar einrasten. Der Wagen stellt sich selbstständig auf und Sie müssen lediglich die Schiebestange in die gewünschte Höhe bringen und verriegeln. Zuletzt müssen die seitlichen Verschlusshebel angeschlossen werden. Verriegeln Sie das Verdeck nach vorne, den Bauchbügel nach oben, die Fußraste nach unten und schon ist Ihr Joxer X wieder einsatzbereit. Zum Entnehmen des Verdecks öffnen wir die Druckknöpfe am hinteren Verdeckteil, die mit der Rückenlehne verbunden sind. Nun drücken Sie den inneren Verriegelungshebel und schieben das Verdeck beidseitig nach oben weg. Die Entnahme des Bauchbügels erfolgt, indem Sie die inneren Verriegelungshebel drücken und den Bauchbügel beidseitig nach oben abziehen. Der Sitzbezug ist im oberen Bereich mit Haken fixiert, die sich leicht nach oben abziehen lassen, nachdem man die vier Druckknöpfe im Fußbereich gelöst hat. Öffnen Sie nun den Klettverschluss unterhalb der Fußraste und ziehen den Sitzbezug nach oben ab. Schrauben Sie nun das mitgelieferte Basisadapter-Set mit entsprechender Markierung für links und rechts in Pfeil- bzw. Fahrtrichtung an das Gestell. Auf die montierten Basisadapter lassen sich nun alle Adapter für Quick-Fix-Wander und Multi-X-Wander bzw. der entsprechenden Gruppe 0-Sitze aufstecken.